Jawohl. Wie bekommt man einen eigenen Dirtpark in Verbindung mit der Kommune? Das schauen wir uns in diesem Video an. Hinter mir wird schon fleißig gebaut. Wir sind nämlich gerade mittendrin in dem Projekt. Ich zeige euch, was man dazu alles braucht. In diesem Sinne, viel Spaß. Hi. Hallo, guten Tag. Und? Schon ein bisschen. Hi. Servus. Ja, habe die Ehre, das sagt Burschen und Mädels. Also, wir sind hier in der Kommune Bernhardswald. Ist das eine Gemeinde, eine Stadt? Weiß jetzt gar nicht. Auf jeden Fall bin ich ja umgezogen und habe jetzt lustigerweise direkt vor der Haustür fast schon sozusagen einen Dirtpark. Zumindest wird er gerade gebaut. Der komplett dunstig da in seiner Kabine. Jawohl. Es ist unfassbar nass und feucht und die Lader und Bagger rutschen herum wie blöd, aber es geht leider nicht anders. Das muss einfach heute starten. Und der Dirtpark, der hatte eigentlich jetzt gar nicht so viel Vorlauf. Das heißt, mit der Stadt sind ein paar Jugendliche letztes Jahr in Kontakt getreten. Sie hätten gerne einen Dirtpark. Dann war das eigentlich von der Stadt her sehr unbürokratisch. Haben wir gesagt, ja, was braucht ihr? Wo können wir das vielleicht machen? Haben sie dann selber gleich noch irgendwie was gesucht, wo man das anbauen kann. Nachdem ein paar Begehungen gemacht worden sind, haben sie dann jetzt diese Wiese da dafür auserkoren. Die Wiese gehört der Stadt oder der Kommune, der Gemeinde. Die haben hier eigentlich nur eine freie Fläche, die sie an den Bauer verpachten, zum Mähen. Und von dem her war das ein sehr, sehr guter Standort. Der ist relativ in der Mitte von der ganzen Gemeinde und somit eignet sich das sehr, sehr gut. Wie die Jugendlichen genau auf die Stadt zugegangen sind, das zeige ich euch gleich. Nachdem ich bei diesen Sauwetter draußen gefilmt habe, bin ich gleich zurück am Schreibtisch und habe dann schon mal angefangen, das Video hier zu schneiden. Netterweise hat Flexispot mir einen Stehschreibtisch zur Verfügung gestellt. Den wollte ich euch mal kurz zeigen. Wie immer 100% transparent. Die Firma Flexispot hat mir den zum Testen geschickt. Das heißt, ich bekomme hier für meine Aussagen kein Geld. Ich habe mir das Modell E7 ausgesucht plus diesen Rollcontainer CB2. Das kam alles in praktischen Paketen an. Der Rollcontainer zum Beispiel war überhaupt nicht zu montieren. Aufpacken, rausziehen, zack, fertig. Und der Schreibtisch, na klar, da musste ich ein bisschen was montieren, ist innerhalb von einer Stunde gegangen und hat wunderbar gepasst. Wenn ich zum Beispiel in der Firma arbeite, dann habe ich einen Stehschreibtisch und ich vermisse es zu Hause wirklich brutal. Einfach mal Tisch hoch, hinstellen, ein, zwei Stunden und dann so weiterarbeiten. Wichtig zu wissen für euch, falls euch sowas interessiert, Black Friday Deals hat die Firma Flexispot in der nächsten Zeit am Start. Also haltet dann auch Ausschau. Der Bürgermeister von der Gemeinde Bernhardswald und er hat sich jetzt noch mal kurz die Zeit genommen, dass er mir ein paar Fragen beantwortet zu dem ganzen Dirtpark-Thema. Ja, grüß Gott beieinander. Also wie schon erwähnt worden ist, ich bin der erste Bürgermeister bei uns in der Gemeinde Bernhardswald. Ja, mich freut es, dass wir heute den Dirtpark da eröffnen haben dürfen und dass das Areal auch wirklich gut angenommen wird und dass ich euch jetzt ein paar Infos und Tipps geben kann, wie ihr vielleicht in eurer Gemeinde oder eurer Stadt auch zu so einem Dirtpark kommt. Bei uns war es so, da haben die Kinder und Jugendlichen persönlich zu mir und zum Gemeinderat gekommen. Das ist natürlich immer was Besonderes oder was Wichtiges, dass man das persönliche Gespräch sucht und natürlich dann auch schon ein paar Eckdaten hat. Wie groß soll das werden oder was hat man vor? Natürlich ist es auch wichtig, dass man sowohl die Gemeindebelange betrachtet, also baurechtlich und das Ganze, wasserrechtlich, kommt darauf an, wo der Dirtpark dann entstehen soll. Aber es sind viele Dinge zu beachten, aber einfach als Kinder und Jugendliche einfach den Mut zusammennehmen, einmal zum Bürgermeister oder zum Gemeinderat gehen. Das sind alles nur Menschen, da wird keiner gefressen. Und bei Kindern und Jugendlichen, wenn die in Gruppen auftreten, wenn man natürlich merkt, da ist auch ein Rückhalt da, das kommt jetzt nicht von einer Einzelperson, das wo nicht genutzt wird, sondern
Da haben wirklich viele Jugendliche da. So, wenn man es jetzt bei uns sieht, da haben jetzt da sagen 30, 40 Jugendliche heim bei der Eröffnung schon da gewesen. Dann weiß man auch, für was man es macht und für was man das Geld in die Hand nimmt. Und dann wird auch der Gemeinderat, so habe es mir kennengelernt, bei uns nicht Nein sagen, sondern wird versuchen, Lösungen zu finden. Die Vorteile sind ganz klar. Man merkt seit 14 doch wieder so ungefähr bespielt und befahren. Und es sind immer wieder Jugendliche da. Die Jugendlichen treffen sich. Habe ich auch schon von Eltern und von Jugendlichen selber gehört, dass wirklich ein Treffpunkt wird, dass angenommen wird. Und das ist ja das Hauptziel, dass man die Jugendlichen auch wieder ja, zusammenbringt und auf einen Platz bringt, wo sie sich austoben können, wo sie einfach einer, ja, eher einer Freizeitbeschäftigung nachgehen können. Und natürlich, wir haben im entsprechenden Raumbereich, wo wir weg von der Straße sind und dass nichts passiert. Und das ist natürlich immer ein großer Vorteil, dass man dann auch weiß, dass die Jugendlichen gut aufgekommen sind. Eigentlich wollte ich mit dem Gerät, das habe ich mir extra wegen dem Pumptrack und wegen dem Dirtpark jetzt zugelegt, eigentlich wollte ich mit dem Gerät den Dirtpark noch ein bisschen Probe fahren, aber danke Corona ist sich jetzt nicht ausgegangen, bevor das Video jetzt fertig geworden ist. Naja, so schaut es auf jeden Fall aus, mein Track Ticket. Es ist relativ günstig aufgebaut, weil ich dafür jetzt eigentlich kein Geld mehr ausgeben wollte, zumindest nicht irgendwelche größeren Beträge. Ganz normale 26 Zoll DT-Felgen. Der Laufradsatz war super günstig. Weil ich keine Pike bekommen habe, habe ich jetzt einfach eine günstige Reba genommen. Zum Pumptrack fahren, so ein bisschen Dirt Jump reicht schon. Dann natürlich eine Shimano Diode-Bremse, reicht auch, muss kein XT oder sonst was sein. Die Bontrager-Pedale, die sind sowieso ziemlich cool, Kunststoffpedale. Und so einen lustigen Sattel habe ich gefunden. Ich persönlich würde euch empfehlen, setzt euch in eurer Truppe zusammen, macht euch ein Bild, wie viele Leute hier Interesse an einem Bikepark haben könnten und legt euch Argumente zurecht. Einen Verein muss man zum Beispiel nicht zwingend gründen, wie unser Beispiel hier sehr, sehr gut zeigt. Zeigt auch den Gemeindevertretern gerne den Film hier. Als bei uns festgestanden ist, wer die Baufirma sein wird, kam der Chef der Firma auf uns zu und hatte alle Interessenten per WhatsApp zusammengetrommelt. Wir sollten gemeinsam einfach erarbeiten, was im Park vorhanden sein soll, was man sich wünscht, was man vielleicht woanders schon gesehen hat. Ein paar Entwürfe später stand das Grobkonzept und dann ging es auch schon los. Nachdem das Gröbste gebaut worden ist und die Maschinen abgerückt sind, hat der Chef der Baufirma alle Jugendlichen zusammengerufen, um den Dirtpark finalisieren zu können. Gemeinsam. Somit wurde der Park an die Bedürfnisse der Fahrer angepasst, was ich super finde. Achso, nicht wundern, der Park auf den Filmaufnahmen ist noch nicht fertig. Da wird noch ein bisschen fein getunt. Es kommen auch noch Holzabsprünge dazu, plus Rindenmulchlandung. Geräteschuppen fehlt natürlich auch noch, also da ist noch einiges zu tun. Wie ist das vielleicht bei euch gelaufen? Habt ihr Fragen dazu? Rein damit in die Kommentare. Viel Erfolg bei eurem Projekt. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Servus. Wie bekommt man einen eigenen Dirtpark mit